Mach es einfach. Fang einfach an, deine Träume zu verwirklichen. Das kommt tatsächlich wie so ein bisschen billiger Motivationsspruch daher. Aber der Mann, der jetzt kommt und der das sagt, der heißt Thaddäus Kuruma und dem nimmt man das wirklich ab, weil er es selber vorgelebt hat. Der ist in einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen und er hat genau das gesagt. Er hat gesagt, ich mache es jetzt einfach, ich mache Karriere. Und das ist ihm auch gelungen, denn er ist jetzt wirklich ein Shootingstar am Motivationstrainerhimmel. Und insofern begrüßen wir ganz herzlich Thaddäus Kuruma. Herzlich willkommen. "24 Stunden. Das, was wir heute haben. 168 Stunden hat eine Woche. 720 Stunden hat ein Monat. 8760 Stunden ein Jahr. Und in fast 600.000 Stunden sind 70 Jahre vorüber. Warum wir es einfach machen sollten? Warum solltest du jetzt deinen Traum leben? Warum solltest du dafür kämpfen? Warum solltest du dafür arbeiten? Warum solltest du jetzt deine Komfortzone verlassen? Warum solltest du deine Zweifeln jetzt gegenübertreten? Warum solltest du deinen Schmerz jetzt besiegen? Kannst du das? Keine Ahnung. Mach es einfach. Wir haben so viel Potenzial, so viel Kraft und so viele Träume in uns. Und doch haben wir so wenig Zeit. Also warum sollten wir es einfach machen? Frag einfach all diejenigen, die es nicht mehr geschafft haben, all ihr Potenzial zu leben, wieder den Ort genommen haben, an dem es kein Zurück mehr gibt. Also lebe jetzt, tanze jetzt, kämpfe jetzt, bewege dich jetzt, schreie jetzt. Denn in 24 Stunden ist ein Tag vorüber. 720 Stunden hat einen Monat. 8760 Stunden hat ein Jahr. Doch am Ende gehört uns nur dieser eine Moment. Ein Leben ist schnell vorüber. Doch dieses Leben gehört dir. Mach es einfach. Ach, wie kostbar doch unsere Zeit ist. Ich glaube, dass unsere Lebenszeit mit das Wertvollste ist, was wir alle haben. Und wie viele von euch glauben oder haben auch das Gefühl, dass wir genau davon oft viel zu wenig haben? Ganz genau. Und aus dem Grund möchte ich mich bei allen bedanken, dass sie heute alle hergekommen sind nach Berlin und jetzt immer noch um 22.25 Uhr hier sitzen, um mir zuzuhören und ihre kostbare Lebenszeit mit mir teilen. Mein Thema für den heutigen Abend: Lassen Sie uns doch ab jetzt Abkürzung nehmen und aus einem Tag eine Woche machen. Das ist mein Thema. Hier kommt Abkürzung Nummer 1. Ist es in Ordnung, wenn wir uns nur für die nächsten 15 Minuten uns einfach duzen? Das spart ein bisschen Zeit. Ja, ich kann direkt loslegen und ich kann das ganze Rumgeschwafel zur Seite packen. Für wen wäre das in Ordnung? Klasse. Da wir jetzt per Du sind, mal ganz ehrlich und bitte mit Handzeichen. Wie viele sitzen hier im Raum und haben so überhaupt keine Ahnung, wer ich eigentlich bin, was zum Kuckuck ich mache und wo zum Geier ich eigentlich herkomme? Hand oben lassen bitte. Okay, es werden immer mehr. Doch so viele. Okay, es gibt Momente im Leben, die schmerzen. Doch ich habe mir das fast gedacht. Schmerzhafterweise. Aus dem Grund, hier kommt Abkürzung Nummer 2. Thaddäus Leben in einer Minute. Ich bin Sohn des größten und mächtigsten Königs Afrikas. Mit 17 Nebenfrauen und 38 Frauen. Und wir sind 152 Königskinder. Zumindest hätte ich es mir so immer damals gewünscht gehabt. Die Wahrheit ist, mein Vater ist abgehauen, als ich 2 Jahre war. Meine Mutter hat ihr ganzes Leben lang mit schweren Krankheiten zu kämpfen gehabt. Und ich bin aufgewachsen in Berlin-Wedding. Das ist einer sozialen Brennpunktbezirke hier in Berlin. Kennt jemand die Wolterstraße da hinten? Ja, und danach die Koloniestraße? Da bin ich aufgewachsen. Und wenn du dort
nicht gelernt hast, Abkürzungen zu nehmen, bist du untergegangen oder einfach stecken geblieben. Und hier kommen jetzt drei, ich sage mal, Lebensregeln zur Abkürzung. Er war knapp, nur einige. Oh, nein, das ist fit genug. Regel Nummer 1. Wofür brennst du? Egal was es kostet, finde zuerst deine Leidenschaft. Frage dich, wo ist der Punkt, der mich antreibt? Was treibt dich an? Habt ihr mal gemerkt, wie viele Leute da draußen rumrennen und diese Frage komplett vergessen haben? Sie leben von einem in den anderen Tag, machen irgendeinen 0815 Job und haben aufgegeben zu träumen. Sie haben vergessen, einfach zu träumen. Wie viele von euch fallen Leute ein, die genau an diesem Punkt gerade stehen? Okay. Es gab einen Punkt in meinem Leben, da habe ich gebrannt wie Feuer. Es gab einen Punkt in meinem Leben, da habe ich gebrannt wie Feuer. Stellt euch vor, der kleine Junge aus Berlin-Wedding steht 2008 in einer riesigen Basketballhalle in New York, USA. Im besten Jugendteam Amerikas, mit einem Bein in der NBA. Zu dem Zeitpunkt habe ich nicht nur gebrannt wie Feuer, ich war das freaking Feuer. Nur eine Sache habe ich vergessen. Dass wir alle auf dieser Erde sind, um eine Sache zu tun. Und das ist, um zu lernen. Also Regel Nummer 1, brenne wie Feuer. Regel Nummer 2, wisse, dass der Schlag kommt. Wisse, dass du getestet wirst. Wie viel von euch ist schon mal ähnlich ergangen, dass, wo bist du? Wie viel von euch ist schon mal ähnlich gegangen, dass Träume innerhalb von wenigen Sekunden wie so ein Luftballon einfach zerplatzen? Also Regel Nummer 2. Der Test. Wenn du brennst wie Feuer, wirst du erst recht getestet. Und übrigens, egal ob du brennst oder nicht, wir werden alle vom Leben getestet und das jeden Tag. Menschen regen sich auf, wenn die Bahn mal wieder streikt oder wenn sie im Stau stehen oder wenn es kein Wi-Fi gibt. Und warum regen wir uns auf? Warum sind wir so enttäuscht? Na, weil wir etwas erwarten, das am Ende doch nicht kommt. Ja oder ja? Tut bitte mit mir ganz kurz einen kleinen Gefallen und lasst uns mal diesen zweiten Punkt eine Sekunde, einige Minuten demonstrieren. Und steht doch mal alle auf. Einige aufstehen, ja, aufstehen. Wenn ich sitzen bleibe, sieht das nicht. Und jetzt wenn wir Folgendes machen. Der Stuhl hinter euch repräsentiert den Sitz eures Lebens, den Fahrersitz, wo man der Regisseur seines eigenen Lebens ist. Und wir stehen jetzt vor unserem Stuhl. Und wir versuchen uns hinzusetzen auf unseren Stuhl und werden das zu 99% tun. Wir werden jetzt unser Bestes geben, 99% zu erreichen. Seid ihr ready? Okay, bis ich sage, wieder aufstehen, werden alle ihr Bestes geben. Und wir gehen langsam runter. 30%, 40%, 50%. Ich will 99% sehen, nicht 95%, sondern 99%. Und bis 99% den Sitz fast berühren. Ganz genau. Das repräsentiert oft unseren Traum. Wir sind fast dort. Wir können ihn schon spüren. Komm, wir können ihn fast spüren. Ja, der ist da. Für einige Beziehungen muss man kämpfen. Man sieht, dass die Dinge da sind. Ja, die Frau ist es wert, der Mann ist es wert. Wir sind fast dort. Fast, ja. Oh, hey. Das ist das Ziel. Fürs Ziel kämpft man. Ihr seid fast da. 99%, nicht 95%. Ein bisschen mit dem Po. Sehr gut. Und wieder aufstehen. Dankeschön.
Zwei Fragen. Wie hat sich das angefühlt? Da hat jemand das ganz richtige Wort gesagt. Es war anstrengend. Zweite Frage. Wer hätte Lust, jetzt die nächsten 4 Stunden mit mir die Übung immer wieder zu machen? Ehrlich. Aber die wenigsten im Raum. Vor einer Minute sagen alle, ja, lass uns mal probieren. Jetzt sagen alle. Jetzt tut mir einen Gefallen und setzt euch einfach hin und macht es einfach. Einfach hinsetzen. Sehr gut. Und noch einmal aufstehen, das allerletzte Mal, versprochen. Gerade haben mich Leute gemocht jetzt. Und jetzt wieder hinsetzen, einfach machen. Einfach hinsetzen. Sehr cool, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das war eine Übung, die hat mein Trainer in den USA mit mir gemacht. Ein bisschen länger, ein bisschen intensiver. Und er fragte, Thaddeus, what did you learn? Was hast du gelernt? Nach längerem Überlegen bin ich zu folgendem Schluss gekommen. 99% zu geben und vor allem 99% zu bekommen, wenn man alles gegeben hat, ist verdammt anstrengend. Und was noch schöner ist, mein Mentor sagte, Thaddeus, you learn quick, very good. What else did you learn? Was hast du noch gelernt? Und er fragte, kennst du den Unterschied zwischen 99% und 100%? Ich meine, ich als stark pigmentierter deutscher Junge, klar kenne ich den Unterschied. 1%, oder? Ich kann rechnen. Die Amis nicht so gut. Ich kann rechnen. Er sagte, der Unterschied zwischen 99% und 100% sind 100%. Und die Damen, weil die, ich nehme jetzt die Damen als Beispiel, weil wir Männer sind ein bisschen langsamer. Folgt mir ganz kurz. Die Damen im Haus, könnt ihr ganz kurz, einmal so, kurz einmal. Woohoo! Hi. Folgt mir. Stellt euch vor, ihr trifft den perfekten Mann, das ist euer Traummann. Eine glatte 10. Wenn ihr den nicht nimmt, nehme ich den und ich bin hetero. Das hat was zu bedeuten. Und jetzt, die müsst ihr heiraten. Ja? Der will euch heiraten und er schleppt euch mit zum Altar. Jetzt steht ihr dort. Und der Priester fragt, wollen Sie die Frau heiraten? Und er sagt, ja, zu 99%. Erstens, wie fühlt sich das an? Und zweitens, wie würde jede Frau reagieren, die sich ihres Wertes bewusst ist? Zeig mir das mal kurz mit dem Finger. Wir sind in Berlin, hier kann man das machen. Jede Frau, die sich ihres Wertes bewusst ist, sagt, okay, dann bin ich zu 100%, bin ich weg. So ist es auch oft in unserem Leben. Wir haben vom Leben manchmal nur 99% bekommen. Wir hatten einen Traum, eine Vision, etwas, was wir machen wollten, wir wollten voranschreiten, wir wollten, egal was es ist, eine Beziehung, für die wir gekämpft haben, die uns so viel wert war. Und jetzt kommt der Moment, wo wir enttäuscht waren, wurden. Und was machen wir? Wir sagen nicht nochmal. Das wird uns nie wieder passieren. Wir werden nicht 100% geben. Wozu nochmal diese Enttäuschung? Wozu? Ich sage, hey, mach, gib 100%. Sag nein, Thaddeus. Wozu? Wozu dieses Risiko eingehen, enttäuscht zu werden? Wieso dieses Risiko eingehen, von diesen 99% wieder diese freaking Schmerzen in den Beinen zu haben, mental gesehen? Wozu sollte ich meiner Angst entgegentreten? Wozu sollte ich versuchen, 100% zu geben? Wozu sollte ich versuchen, 100% zu sein? Warum das Ganze? Wozu? Warum? Für die Traumfrau? Die Traumfrau davor hat dich verlassen. Bei der Traumfrau davor ist irgendwas passieren. Jetzt eine komplett neue Situation. Und mein Wunsch an euch alle ist, egal was passiert ist, gebe dir und deinem Leben wie viel Prozent? 100%. Das bedeutet, Regel Nummer 3, mach es einfach. Wozu drüber nachdenken? Ich weiß nicht, was passiert ist. Drauf. Mach es einfach. Gebe 100% und geh in dein eigenes Leben. Warum? Es ist dein eigenes Leben. Einige Leute fragen immer noch, warum sollte ich das machen? Warum diesen ganzen Schmerz? Und ich muss ehrlich zugeben, das sind Fragen in unserem Herzen und das waren auch die gleichen Fragen, die in meinem Herzen waren. Für eine längere Zeit. Als ich mit 20 Diagnose bekommen habe, dass ich invalide bin, und nie wieder professionell Basketball spielen dürfte, obwohl ich die letzten 5 Jahre freaking jede Stunde, 6 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche investiert habe in diesen Sport. Von einem auf den anderen Moment kommt dieser freaking Ballon und zerplatzt mit 20 Jahren. Was will mir da irgendjemand was erzählen?
Ich bin ab dem Zeitpunkt vorsichtig gewesen, bis man mir erklärt hat, dazu, Thaddeus, es gibt drei Regeln zur Abkürzung. Erstens, brenne wie Feuer. Zweitens, nimm den Test. Nimm den was? Nimm den? Und danach Regel Nummer drei, das sind eure Takeaways. Egal was passiert ist, lass dich nicht aufhalten, steh wieder auf, schüttel den Dreck weg und gebe 100% und mach es einfach. Mach es einfach. Und einige Leute fragen immer noch, Thaddeus, wozu soll ich es einfach machen? Und jetzt kommt die Antwort, die mir gegeben wurde. Warum? Wollt ihr die hören? Mann, weil es dein Leben ist. Weil es dein Leben ist. Du bist doch der Schriftsteller deines eigenen Lebens. Es sind noch so viele Songs und Bücher in dir, die noch gar nicht geschrieben worden sind. Es sind noch so viele Ideen und Visionen, die noch gar nicht verwirklicht worden sind. Es ist noch so viel Liebe in dir, die du noch gar nicht verteilt hast. Es sind noch so viele Chancen und Möglichkeiten, die noch gar nicht genutzt worden sind. Es ist noch so viel Leben in dir, das noch gar nicht ausgelebt worden ist. Mann, es ist so viel Potenzial. Doch, die Zeit läuft. Egal, wo du bist, die Zeit läuft. Und wir haben so viele Träume in uns, die wir noch gar nicht ausgelebt haben. Noch gar nicht. Also warum ist die Frage, warum sollten wir es einfach machen? Hey, weil es dein Leben ist. Das ist deine einzige Chance. Und egal, wie lange du gebraucht hast, egal wie lange du gebraucht hast, um hierher zu kommen, deine beste Zeit liegt noch vor dir und es ist deine Chance. Also lebe jetzt. Tanze jetzt. Bewege dich jetzt. Kämpfe jetzt. Schreie jetzt. Schreie jetzt! Denn in 24 Stunden ist ein Tag vorüber. 720 Stunden hat ein Monat. 8760 Stunden ein Jahr. Doch am Ende gehört es nur dieser eine Moment. Das Leben ist schnell vorüber. Doch dieses Leben gehört uns. Dieses Leben gehört dir. Mach es einfach. Mein Name ist Thaddeus Kuruma. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.